Grüßt euch und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Hallo. Servus. Servus, grüß euch. Ja, bis jetzt danke mal fürs Feedback. Großartig. Wie schaut's bei dir aus? Super. Zufrieden bis jetzt? Ganz viele Leute reden uns an. Ah, gut. Manche schon. Aber wir dürfen weitermachen. Gut, dann gehen wir's an. Genau. Ich habe jetzt einen Verdacht, was dir am Montag gefallen hat. Es liegt nicht an mir. Unsere Fans haben das schon geschrieben. Die schreiben schon unten in die Videos rein. Hey, hast du schon das gesehen am Montag? Prall und weich. Ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, was für einen Ruf ihr mir übergebt, ja. Es ist ein bisschen bedenklich, aber ich finde es cool. Es wird nämlich voll abfärben auf die seriöse Mensch. Ich muss wahrscheinlich in ein Zeigenschutzprogramm. Das glaube ich auch. Okay, aber um was geht's? Um die Sexpuppe, um die Fanny. Die Fanny ist also eine künstliche Puppe. Es färbt ab. Es tut mir leid. Und die in einem Freudenhaus jetzt ihre Freuden verteilt. Ich habe mir das einmal seriös überlegt und so durch den Kopf gehen lassen, was die Fanny so ist. Vorratscheck oder? Nein. Okay. Also. Das ist nicht barrierefrei, wenn ich jetzt schaue. Anyway, ich glaube, dass die Fanny generell nicht barrierefrei ist. Nein? Naja, sie wehrt sich zwar nicht jetzt so, wenn man es abpacken kann, so, aber was der für uns eins, da muss schon eine kooperative Liebe stattfinden, glaube ich. Oder so sie gibt es halt. Und diese Fanny, die ist halt wenig proaktiv. Ja, das kann sein. Hast du auch gelesen, dass die glauben, dass wir uns dran gewinnen werden? Ja. Ich weiß vor, was da gestanden ist. Ja. Aber wir hätten uns an Bankomaten anstelle von Bankangestellten auch gewöhnt. Gewagter Vergleich. Ich steck die Karten. Es war halt aber auch komisch, in Bankangestellten die Karten einstecken, gell? Ich glaube, wir sollten zur nächsten Meldung. Danke. Rauchen ist ungesund. Verzeihen wir was Neues. Ja, aber die Heute schreibt's. Das ist gut. Frau wollte Zigaretten. Unterarm gebrochen. Habt ihr Klausen noch? Nein. Aber kann ich vorstellen, so aufheben, so schwer. Nein, so schwer sind sie nicht. Okay. Ich rauche nicht, was der ist ungesund. Also die Geschichte dahinter ist, es gab eine Streiterei auf. Ach so, und da hat einer dran gebrochen. Ja. Dinger ein Schick. Ja. In was für einer fucking Welt leben wir weit? Du, am Dienstag ist das schon wieder drinnen gestanden. Was, zwei Tage hintereinander? Ja, Attacke auf Wienerin bei Zigarettenautomat. Ich glaube, die sollten diese Rauchen gefährdet ihre Gesundheit dicker auch vergrößern da drauf. He? Unbedingt. Das ist ja ein real threat. Ja, ich bin froh, dass weniger bedrohliche Geschichten gibt und manche Bedrohungen einfach auch schon vorzeitig abgewendet werden. Jetzt haben sie nämlich so um die 160 intellektuelle Menschen zusammen da und haben sich Gedanken gemacht zum Thema Killer-Roboter. Was ist ein Killer-Roboter? Was ist ein Killer-Roboter? Terminator, ach so, Skynet, okay. Intelligente Maschinen, die töten. Gibt's sowas schon? Es wird dran gebastelt. Okay. Und jetzt haben sie sich halt aber ein paar Future-Thinker zusammen da und haben gemeint, wir sollten diese Forschung einstellen. Mhm. Weil sonst kommen die Roboter so wie im Film und machen uns zu Ende. Und was ist jetzt an der Nachricht das Positive? Das Positive ist, dass wir sicher sind. Wirklich? Weil die UNO hat bereits angekündigt, sich dieser Problematik anzunehmen. Na dann, alles geklärt. Alles geklärt, die UNO wird uns retten. Gott sei Dank. Nur mit Glück gehabt, ja. Ich weiß nicht, nämlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt John Connor war. Du hast gehört, der SPÖ-Wahlkampf kommt jetzt doch auf Touren. Er ist in voller Fahrt, oder? Volle Wäsch. Ist da ein 47-Jähriger bei dem SPÖ-Treffpunkt mit seinem Auto in die Parkkolonie hineingeduscht. Wissen wir, ob es ein Terroranschlag war? Ich glaube, der war nur besoffen. Also,
guter Österreicher sozusagen. Vielleicht wäre das deswegen in der gleichen Ausgabe. Vielleicht ist er aber auch gerade von einem Wahlkampf festgekommen. Mit Krabbesbier. Dann ist er fast ja als Selbstmordanschlag. Du, es tut mir leid. Aber ich muss nur mit drauf zu sprechen kommen. Ich hab's befürchtet. Die Fanny. Wusste ich. Die Fanny. Es ist so ein Boomerang. Eine Never-Ending-Story. Jetzt haben es die Engländer, Amerikaner, Japaner und Chinesen. Alle stellen sich auf diese Gummipuppen zum Vögel. Mhm. Und ja, das Schwester, sie ist nicht barrierefrei. Aber ich habe mir nur mehr Gedanken gemacht. Ja. Wenn man so oft in der Zeitung ist, muss man ihr auch gedanklich ein paar Minuten spendieren. Na sicher, weil sonst hätten sie auch die Redakteurinnen und Redakteure nicht öfter gebraucht. Es genau. Muss was dran sein. Genau. Wir haben es jetzt überlegt. So. Einfach einmal durchexerziert. Diese Puppe ist im Laufhaus, okay? Männer gehen hin, kaufen sie, vögeln sie, gehen sie wieder ab, kommt der Nächste. Mhm. Abgesehen davon, dass sie 20 Euro mehr kostet als eine echte Frau, die mittut. Das ist eigentlich krass. Das ist einmal ziemlich krass. Aber überlegt euch das einmal. Diese Puppe nimmt praktisch quasi mit Sicherheit der einen oder anderen echten Frau und Freier weg. Mhm. Erstens. Zweitens, muss sie die Puppen, die muss ich jetzt mal kosten. Mhm. Das ist ja voll grausig. Mhm. Stell dir vor, wer wascht die? Mhm. Und wie sauber macht er das wirklich? Mhm. Die echten Frauen, die haben ja Eigeninteresse, damit sie wieder sauber sind. Ich glaube, den Gedanken sollten wir jetzt nicht vertiefen. Boah. Aus. Aus. Du bist ja aber der Fleischtiger, oder? Ja, eindeutig. Eindeutig, gut. Du ja auch. Die Geschichte, nein, ich bin ein Vegetarier. Du bist Vegetarier. Aber ich bin keiner von den Militanten. Also du bist ein Mensch. Obwohl es Fleisch ist, das ist okay. Die Sicht ist genauso. Gut, die Arme anscheinend auch. Mhm. Die hat nämlich auch ein Kinderbuch in Auftrag gegeben. Also wenn ein Kinderbuch oder den Kindern nahegebracht werden soll, dass Fleisch gut ist. Und ist ja okay, oder? Du. Die ist okay. Nur was ich dann komisch gefunden habe, man muss dazu sagen, dieses Buch wurde wieder eingestampft. Weil die Idee wirklich sehr idiotisch war. Da ist zum Beispiel in dem Kinderbuch drin gestanden, aber ich muss an meine Zukunft denken. Auf mich warten schon die besten Spezialisten. Sie arbeiten mit mir, damit ich ein Schnitzelstar werde. Ein Kotelettwunder. Das ist die kleine Sau, die das sagt. Zu den Kindern. Und ein mega überdrüber Filet. Mhm. Und weißt du, warum ich das tue? Um dich glücklich zu machen. Emma, Alter. Ich als Vegetarier, wie ich wissen, wie die Lebensgeschichte von meinen Kichererbsen? Nein. Nein, also gut, dass das ja gestampft worden ist. Ja. Hast du mir was Gescheites gefunden? Gescheit ist halt fraglich. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal bei diesen Plakaten der Parteien versteht man eigentlich nicht, was die meinen. Die Neos treiben sie auf die Spitze. Die plakatieren in Spiegelschrift. Genau, richtig, genau. Okay. Genau. Und wenn du es dann doch lesen kannst, stell eigentlich nur drauf lesen können. Also ich glaube, die wollen einfach die Zeit erhöhen, mit denen sie die Zeit, die die Leute investieren, in das Ding anzuschauen. Also sie versuchen rauszufinden, was es heißt. Aber ob das die Leute dazu bewegt, das wollen für sie, ist auch eine andere Geschichte. Wir werden es wissen am 16. Oktober, wenn es vorbei war. Genau. Das war keine Wahlwerbung, oder? Nein. Oder Empfehlung? Nein, zahlen tun die auch nichts. Ja, und jetzt der Freitag. Was haben wir am Freitag gehabt? Am Freitag, ja. Also folgendes. Ich habe am Freitag Besuch gekriegt. Und eine Freundin aus Oberösterreich. Cool. Die hat mich besucht, im Zug ist gekommen. Wir haben einen netten Tag verbracht. Mhm. Ich habe sie so am Abend dann wieder zum Bahnhof gebracht. Der Bahnsteig, Zug einsteigen. Bist du ein Gentleman der alten Schule? Absolut, absolut. Sieht man da an. Und wie ich dann wieder umdreht habe und wieder heimfahren wollte, habe ich sofort am Bahnsteig mein Mantra begonnen. Und das hat lautet wie? Heute. 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 Das
verantwortungsbewusst. Ja, voll. Super. Hey, ich erkläre mir auch schon, dass ich deppert war. Weil ich da hingefahren bin und ich habe so vor mir hingekriegt. Also, heute checken. Also vorher war Westbahnhof zum Lift. Der ewig lange Lift runter, ja. Ich verfehre, bin zum Lift, zur U3. Und dann mit dem depperten Sicherheitsprogramm der Wiener Linien. Die haben wir da jetzt diese Straßenmusiker. In der Passage drin? Ja, genau. Ja, super ist das. Super. Wirklich super. Da steht dieses reizende Swing-Geschöpf. Ja. Kleidchen, rote Lippen. Bibi. Swingt sie sich am Ohr. Wir können es uns vorstellen. Und sie hat mich... Ja? ...gefasst. Ich hab schnell werden müssen. Und habe dann zugeschaut. Und nach 2 Stunden, was hast du gemacht? Ich bin heimgefahren. Okay. Mit Swing im Kopf. Schön. Und im Herzen. Cool. Und wenn ich dann so am Abend einschlafe, immer nur beswingen. Ja. Ist mir geschossen. Was? Du hast keine mitgenommen? Sie hat so schön geswingt. Was machen wir? Es war schön, die Woche. Was soll's, leid? Ich hoffe, ihr habt am Freitag die Zeitung gelesen. Und wisst ihr was? Könnt ihr uns in die Kommentare bitte die wichtigsten Schlagzeilen des Freitags schreiben? Weil im Grunde würde es mich interessieren. Aber es ist einfach irgendwie live für sie. It's a bitch. Ja. Und sie war echt lieb. Aber es war es wert, oder? Ich swing immer noch. Ja, super. Du, nächste Woche. Ja, wird schwierig. Wird schwierig. Du bist weg. Ja, in Genf. Das heißt, machen wir es doch mit den Großen. Was? A Best of? Wir haben 3 Episoden. Zeit für Best of, das ist recht. Unbedingt. Nächste Woche gibt es ein kleines Best of. 3 Episoden Schlagzeilenrevue. Ihr könnt euch drauf freuen. Bis dann. Ciao.